So, jetzt habe ich noch mal was versucht. Jetzt gucken wir noch mal, ob es jetzt, ich habe noch mal was weggemacht, ob das jetzt klappt. Ich glaube, jetzt habe ich einen Ton. Ich habe jetzt mehr Ausschlag als vorher. Hört ihr mich jetzt? Ton da? Ach, Gott sei Dank. Mann, ist das ein... Ah, Mann! Ja, super. Ja, dann nochmal, ja, willkommen etwas später als geplant. Willkommen jetzt zu diesem Let's Play. Ich wollte euch heute ein Spiel zeigen, aber dann habt ihr auch die Quischis noch nicht gehört. Dann mache ich einmal nochmal willkommen, ne? Einmal standardgemäß hier mit dem Familienunterricht. Und Familie Enterich hat übrigens, kann ich direkt mal spoilern, Familie Enterich hat Zuwachs bekommen, aber der Zuwachs quietscht nicht, ne? Der ist ohne Loch, quietscht nicht, aber ist Drache. Jetzt haben wir also Familie Enterich mit Drache, hat Zuwachs bekommen. Das wohl mal by the way. Und ich war eigentlich ganz stolz. Ich habe heute den ganzen Tag, den ganzen Vormittag habe ich hier am OBS rumgebastelt. Deswegen jetzt heute die Tonstörungen hier. Weil ich wollte, eigentlich wollte ich neue Sachen einarbeiten. Ich habe auch ein paar Sachen neu eingearbeitet und ich weiß gar nicht, ob die funktionieren. Haben halt mit dem Ton zu tun gehabt. Ich habe halt am Ton rumgespielt. Und ich habe im OBS was eingestellt. Ich habe noch ein zusätzliches Programm dazu genommen. Und das seht ihr unten, wenn ihr jetzt bei den Belohnungen guckt, dann seht ihr jetzt normalerweise, bei den Belohnungen müssten jetzt eigentlich auch so Töne drin bei sein. Ich gucke mal gerade, ob das drin ist. Ist drin. Ich habe nämlich zwei Sounds reingemacht. Und dann gibt es noch eine weitere Belohnung. Ihr werdet es sehen, wenn ihr unten reinguckt. Also ich habe verschiedene neue Belohnungen reingemacht. Und unter anderem halt den Ton. Und ich weiß es aber nicht, ob das mit dem Ton so funktioniert, wie ich das gerne hätte, wie ich das gerne möchte. Weil ich ja hier auch noch Sachen eingestellt habe. Also das wird halt immer noch, ja, wie ich schon mal gesagt habe, ist es jetzt hier immer noch Lernphase, schon seit Monaten. Also gut, so oft habe ich jetzt auch nicht gestreamt in letzter Zeit. Ich versuche immer ein bisschen mehr zu machen, immer ein bisschen mehr, um ein bisschen besser zu werden. Auch mit den Einstellungen. Und mit dem Ton habe ich das heute so versucht einzustellen, dass ich eigentlich mit Kopfhörern zuhören kann, wenn was ist. Weil ich habe auch, wenn man uns folgt oder uns abonniert, dann habe ich da auch jetzt einen Ton hintergelegt. Oder beim Abonnieren, beim Folgen noch nicht, aber beim Abonnieren habe ich noch einen Zusatz, einen anderen Ton hinterlegt. Und wenn jemand raiden sollte, habe ich auch noch mal einen anderen Ton hinterlegt. Aber ob das alles funktioniert, weiß ich nicht, weil ich kann jetzt nicht mithören. Ich hatte mir extra noch hier in meiner Kiste hier noch Kopfhörer rausgesucht und habe mir gedacht, ja, ich kann dann da mal reinhören, dass ich zuhören kann, so wie das andere auch machen. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann funktioniert es wieder nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mich weiter noch mal mit beschäftigen und mit den Einstellungen üben. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch einen Tipp für mich, dann gerne immer her damit. Aber das ist ja eigentlich nicht das heutige Thema. Das heutige Thema war eigentlich, ich möchte euch ja ein neues Roll and Ride zeigen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar echt spitze. Ist von Schmidt Spiele ein neues Spiel. Hier, so sieht es von innen aus. Ich habe die Sachen schon rausgenommen. Und natürlich für alle, die den Karton gerne noch von hinten sehen wollen, hier haben wir den von hinten noch. Ist ein Roll and Ride für 1 bis 4 Personen, ja, ab 8 Jahre, 20 Minuten soll es gehen. Und das will ich euch heute mal, zumindest jetzt, ja, das erste Level schon, möchte ich euch mal zeigen. Man kann es halt auch im Solo-Modus spielen, also alleine. Da sind ein paar Regeländerungen dabei, aber jetzt nicht ganz so viele. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, dann könnt ihr die gerne stellen. Das Besondere bei diesem Spiel ist, wir haben diesmal, so eine
was ist das, Moosgummi oder so, eine Moosgummimatte, wie beim Prickeln. Der ein oder andere kennt es, vielleicht aus dem Bastelbereich oder ja, aus der Schule, aus dem Kindergarten, wo auch immer man das mal irgendwann in seinem Leben gesehen hat, weil man macht ja Löcher, man prickelt. Wir brauchen nämlich einen Bleistift, die sind dabei, richtig spitze, und dann machen wir halt Löcher in das Ganze rein und durch die Löcher drehen wir das Blatt quasi. Zeige ich euch gleich in der Nahansicht und dann zeige ich euch auch einmal, wie das funktioniert. Und ja, ist ein kleines Roll and Write und ja, hat eigentlich schon viel Spaß gemacht. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gespielt und ja, das möchte ich euch heute zeigen. Und ja, dass der Ton nicht so am Anfang funktioniert hat, ist natürlich ärgerlich. Jetzt haben wir schon 10 nach 5 und eigentlich habe ich schon gedacht, wir sind schon viel weiter mit dem Spiel. Aber ne, so ist das manchmal. Ich glaube, bis das alles so richtig eingerichtet ist, ich bin halt kein Techniker. Ich habe halt ja, eigentlich mit Computertechnik so nicht wirklich was am Hut. Mit Programmen kenne ich mich eigentlich aus, da komme ich mit klar. Ich schneide ja auch die Videos. Aber ja, das ist so ein bisschen komplizierter, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt und man das halt nicht so gewohnt ist. Aber ich werde mich da auch noch reinfuchsen und das mit dem Ton wird dann hinterher ja auch irgendwann besser werden. Und ich weiß nicht, warum gerade am Anfang das Mikrofon nicht erkannt wurde. Also das war der Fehler. Ich habe es gefunden. Das Gerät wurde einfach nicht erkannt, das Mikrofon. Warum auch immer. Vorhin hat es funktioniert. Das ist der Vorführeffekt gewesen. Ja. So, jetzt werde ich die Szene wechseln. Ich hoffe, dass das Mikrofon weiterhin funktioniert und nicht da auch wieder schlapp macht, quasi. Ich werde einmal mal umschalten. Schauen wir mal. So, ja, jetzt muss ich das hier erstmal wieder einstellen, ein bisschen scharf machen. Und hier haben wir dann, ja, den ersten Bogen. Wir haben drei verschiedene Blätter, also quasi drei Level. Ne? Das ist das erste Level und hat zwei Seiten, Vorder- und Rückseite. Und ja, da haben wir halt hier so einen dicken Block. Und wir haben hier auch noch ein weiteres Level, Level 2. Das sieht dann so aus. Und man arbeitet ja immer mit beiden Seiten, ne? Vorderseite, Rückseite. Das wäre dann mit dem Bienchen, das ist Level 2. Und hier haben wir dann, Moment, so sieht dann Level 3 aus. Das hat noch mal ein bisschen, das ist noch mal ein kleines bisschen anders, wie ihr seht. Und so sieht die Rückseite von Level 3 aus. Und ja, die Wertungen sind ein bisschen anders, auch vor allen Dingen das Level 3 wird ein bisschen anders gewertet. Aber wir fangen ja jetzt erstmal mit dem ersten Level an. Und ja, es ist bei dem Spiel ist es so, dass man normalerweise haben wir, wenn wir mit mehreren Leuten spielen, haben wir sechs Würfel. Das geht immer nach Spielerzahl. Wenn man alleine spielt, nimmt man halt diese drei Würfel raus und man spielt mit den drei Würfeln, die ein Sonderkreuz markiert haben. Ja, seht ihr? Da ist ein Sonderkreuz und das sind die Würfel, mit denen man spielt, wenn man das alleine spielt. Und ja, noch eine Änderung ist, wenn man alleine spielt, dann hat man noch eine Markierung, die man sich macht, weil man halt nur 14 Mal würfelt quasi. Also nicht würfelt, also 14 Mal dran ist. Und zwar, ich guck mal, kriege ich das hin? Ja, das ist ein bisschen schwer, weil das da so aquarellfarbig ist. Ah, das ist sehr schwer zu sehen. Aber ich glaube, ein bisschen könnt ihr es sehen, seht ihr? Man kann hier quasi. So, wieder zurück. Man hat hier wie so ein, ja, wie so ein Sonnenstrahl ist das, dass man halt hier verschiedene Felder hat. Und das sind insgesamt 14 Felder und man halbiert das. Wenn man alleine spielt, halbiert man die einmal, also einmal hier und einmal da. Und dann hat man hier sieben Felder und man hat hier sieben Felder. Und das ist deswegen so, weil man halt bei der Wertung hier oben anders rechnet, als wenn man hier ist. Und ja, worum geht es denn? Wir müssen gucken, dass wir unsere Früchte einsammeln quasi. Und die sind, man erkennt es hier vielleicht so ein bisschen auf dem Bogen, wir haben hier ja, Seifenblasen. Und die Seifenblasen müssen wir zum, ja, die müssen wir kaputt stechen quasi, dass die platzen. Und das ist ganz einfach. Wir würfeln quasi die Würfel.
Und das, was wir würfeln, hier zum Beispiel, wenn wir jetzt eine 5 gewürfelt hätten, dann setzt man sich die 5 hier hin. Und ja, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, dann ist es so, dass die anderen, dass man halt mit mehreren Würfeln würfelt und jeder nimmt sich erstmal einen Würfel. Ne? Hier beim Solospiel ist es ein bisschen anders. Da ist es halt so, dass ich jetzt in den ersten 7, Quatsch, wenn es gerade ist, dann muss ich halt nochmal würfeln. Also ungerade ist, Entschuldigung, ich fange mit ungerade an. Dann würfel ich nochmal. Das heißt, der zweite Würfel, den kann ich mir jetzt überlegen. Entweder nehme ich eine Zahl, jetzt die 5, dann wäre hier 5 mal 5. Da, wo sich die treffen, mache ich dann ein Kreuzchen. Ich könnte aber auch hier das Fragezeichen für jede andere Zahl nehmen. Ne? Hier hatte ich mir ja beim ersten Wurf die 5 genommen. Und jetzt kann ich hier quasi, könnte ich auch ein Fragezeichen nehmen, wenn ich sage, nein, ich möchte aber jetzt in dieser Reihe zum Beispiel hier die Zitrone am Anfang kriegen. Dann mache ich jetzt hier quasi mein Kreuzchen hin. Und dadurch, dass das eine Seife, also dass es eine Blase ist, kann ich die dann direkt ja, zerplatzen lassen, indem ich halt reinpiekse. So, das ist quasi, so ist eigentlich die Mechanik. Man piekst rein und wenn man reingepiekst hat, dann dreht man um und dann macht man auf der anderen Seite ein Kreuz und geht dann da weiter. Und dann geht das immer wieder weiter. Immer wenn man eine Blase trifft, geht man ins Loch auf die andere Seite und macht dann dort weiter. Wenn wir schon ein Kreuz haben auf eine Blase, dann können wir das Loch nochmal benutzen und nochmal die Seite wechseln. Dann gibt es noch eine Besonderheit hier bei den Würfeln. Bei manchen Zahlen habt ihr hier, seht ihr, da ist ein Pluszeichen. Das heißt, man kann innerhalb, wo man das Kreuz gemacht hat, innerhalb der Felder könnte man jetzt, ja, 8 Felder sind ja rundherum, da könnte man auch ein Kreuz machen, nur nicht bei einer Blase. Und das Kreuz gilt auch nicht dann, wenn man eine Blase kaputt gemacht hat. Wenn die zerplatzt ist, dann gilt das Kreuz auch nicht. Das ist ganz wichtig. Und ja, hier sind die Punkte, die man erreichen kann. Wenn ihr die platzen lasst, die Blasen, dann kriegt ihr ja die Früchte und dann könnt ihr die Früchte hier quasi eintragen. Das heißt, ne, wir haben hier Kirschen und so weiter, Weintrauben, Kiwi und so. Dann trägt man das quasi ein. Wenn wir jetzt mit mehreren spielen, dann ist es so, dass der Erste natürlich die Punkte bekommt und nachdem 3 Früchte geerntet sind, wird beim Mehrspielerspiel gewertet. Hier, wenn man jetzt Solo spielt, ist es halt so, dass man halt nach 14 Mal wertet. Ja, dann gibt es noch eine weitere Punktmöglichkeit, die wir haben. Und zwar haben wir hier unten haben wir Sternchen. Das heißt, wenn ihr eine Reihe komplett gekreuzt habt, wenn die voll ist, dann könnt ihr euch das Sternchen einsammeln, einen Kreis drum machen. Und da kriegt ihr hinterher pro Sternchen, und das ist nicht wenig, kriegt ihr hinterher 5 Punkte. Und ja, da haben wir gestern hatten wir eine Partie, da hatte ich glaube Thorsten irgendwie um die 80 Punkte da, glaube ich, geschafft. War nicht wenig. Und das hat er auch durch diese ganzen Kreuzchen gemacht, quasi. Ja, und dann haben wir hier noch die letzte Möglichkeit, wie man Punkte machen kann. Das ist das hier. Das ist für jede Blase, die man hat platzen lassen, wo man aber hier keine Entwertung bekommen hat, weil es halt nicht vollständig war. Ja, das ist jetzt einmal grob erklärt, worum es eigentlich geht. Ist also nicht schwer, das Ganze. Aber man muss natürlich genau überlegen, wo setzt man jetzt seinen Würfel hin. Und jetzt hier diesen Solo-Modus, den habe ich halt so auch noch nicht gespielt. Ist jetzt auch das erste Mal. Und da ist es halt so, dass man halt bei den ungeraden Zahlen sich ein Ausrufezeichen hinmacht und bei den geraden Wurf macht man ein Fragezeichen hin. 7-mal würfelt man und dann macht man nochmal 7-mal und dann hat man quasi ja, seine Punktzahl bei der Auswertung hinterher. Das Höchste, was man machen kann, ist natürlich das Beste. Man kämpft quasi mit sich selbst. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir hier eine näher Punktzahl haben wir hier gar nicht. Man kann also da nicht jetzt nach irgendeiner Punktzahl gehen, was das alles bedeutet, wie bei den meisten anderen Roll&Writes, wo man das so hat, da ist das halt quasi nicht. Jo, das ist es einmal so ja, grob erklärt. Und jetzt noch die Frage, vielleicht, warum hier das halbiert wird. Bei den ersten 7
Runden ist es so, dass man halt, da bekommt man dann die, ja, von den Symbolen, wenn man das erreicht, bekommt man dann auf jeden Fall die, die hohen Zahlen. Und wenn man die, ja, ja, die zweite Hälfte macht, dann bekommt man die niedrige Punktzahl, ne? Das heißt, am Anfang halt die erste Zahl und hinterher die kleinere Zahl. So, ich glaube, jetzt habe ich alles, glaube ich, erklärt. Und jetzt werde ich einfach mal anfangen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr gerne einmal das in den Chat reinschreiben, wenn ihr möchtet. Funktioniert ja. Ich hoffe, ja auch Ton und alles funktioniert weiterhin und ihr hört mich auch. Und jetzt trinke ich erstmal ein stilles Glas Wasser. Prost. Und dann fange ich einfach mal an. Und dann seht ihr ja schon, wie ich das mache. Es ist auch so, dass man hat ja drei Würfel und da ist es also auch so, dass ich dann hinterher quasi bei den Ungeraden, ja, bei den Ungeraden muss ich dann nochmal würfeln. Ne? Das ist ja das. Und beim zweiten, also bei den Geraden, darf ich mich entscheiden, ob ich würfel oder nicht. So. So ist das. Ja. Ach, der Thorsten hast du sehr. Ist ja schön, dass du weitermachst. Okay. Jetzt müsstet ihr irgendwas gehört haben. Irgendwie, wenn das jetzt funktioniert hat, müsste da jetzt nicht nur ein Ton gewesen sein, sondern es müsste da eigentlich Musik gewesen sein. Ich habe es jetzt leider nicht gehört, weil ich ja keine Kopfhörer drin habe, aber das muss ich mir auch nochmal. Ja, könnt ihr gerne einmal reinschreiben, ob das funktioniert hat. So, dann gucke ich doch mal. Also, ich habe jetzt diese drei Würfel gewürfelt. Und jetzt schaue ich doch einmal, was ich denn davon nehme. Und ja, viele Punkte kriegt man ja eigentlich dann ja, bei den Kirschen, die sind nur zweimal da. Da kriegt man jetzt nicht ganz so viele Punkte. Da kriegt man ja nur drei Punkte. Das ist wenig. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt auf die Kirschen. Ich habe ja noch die Wahl. Ich gucke mal, ob ich vielleicht hier, entweder hier von den Wassermelonen was kriege. Da könnte ich jetzt zum Beispiel die 1 nehmen. Und da das ja ein ungerader Wurf ist, ist das jetzt, wie gesagt, ist aber nur bei der Solo-Variation, muss ich jetzt nochmal würfeln. Und jetzt habe ich die beiden Fünfer gewürfelt. So, 5 ist hier. Ja, kann mich ja nur für die 5 entscheiden. Und jetzt habe ich hier eine Seifenblase, die ich die ich jetzt zerplatze. Und die 5 plus, die kann ich jetzt gar nicht nehmen, also weil ich eine Seifenblase zerplatze, dann gilt dieses Plus nicht. Ne? Und, aber ich nehme trotzdem, weil anders geht es ja gerade nicht. Jetzt mache ich hier, ja, wie beim Basteln, ein Loch rein. Seht ihr, da ist jetzt reingeprickelt. Jetzt drehe ich das einmal um. Und jetzt mache ich hier nochmal ein Kreuz. Quasi. Und ja, jetzt würfel ich weiter. Hier die Seite, die könnt ihr euch übrigens umknicken. So, einmal. Und dann kann man immer mitschreiben. Also, ich habe ja jetzt, was habe ich klein gemacht? Das war das jetzt. Ach ja, das war die Kiwi, war das. Das kreise ich mir die direkt ein, damit ich weiß, dass ich die schon hatte. So. Und ich habe jetzt natürlich hier das erste, habe ich schon gemacht. Das war jetzt Ausrufezeichen. So, als nächstes kommt jetzt der zweite Wurf. Bei dem ist es jetzt so, dass ich mich entscheiden kann, möchte ich gleich nochmal würfeln oder nicht. Ich kann also quasi alles benutzen, also zwei Würfel immer. Und ja, jetzt bin ich mit dem Fragezeichen, kann ich nehmen, was ich will. Ich könnte jetzt zum Beispiel weiter auf Kiwi gehen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich werde nicht nochmal würfeln. Ich nehme also die 1 hier. Und das Fragezeichen, da seht ihr das nicht, ja, das nehme ich hier hin. So, ne? Das heißt, ich habe hier als nächstes wieder eine Kiwi. Gehen wir mal auf die Kiwi. Dann wird reingepiekst und ich habe wieder das Kreuz, extra Kreuz kann ich wieder nicht nutzen, da ich wieder eine Seifenblase zerplatzen lasse. Und jetzt, ja, geht hier dann das nächste Kreuz. So, die habe ich eingetragen.
Das drehe ich wieder um. Ja, das müsst ihr dann wieder umdrehen. Jetzt mache ich hier wieder ein Fragezeichen hin. Und ach, hallo, abgewürfelt. Schön, dass ihr da seid. Und ich sehe gerade, ja, danke für euer Subscribe. Ich hasse dieses Wort. Ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht aussprechen? Subscribe. Und Natuka auch. Ja, herzlichen Dank. Ach, ich sehe gerade, ihr habt Geschenke bekommen. Das ist von Gam hat euch das geschenkt. Okay, das sehe ich gerade nämlich, weil ich nämlich nur zusätzlich auch noch den Chat hier nochmal zusätzlich auf anhabe. Und ja, jetzt steht hier auch gerade ein Hype-Train nähert sich. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es klappt und ob das funktioniert. Keine Ahnung. Ist das lustig, wenn man was Neues macht? Aber ja, da steht, ist das ein Countdown? Okay. Jetzt mit. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas eingestellt habe und ich es nicht weiß. Ich weiß nicht. Also kann sein, dass was kommt. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nie, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, wie der Ton ist. Keine Ahnung. Das, was jetzt kommt, kann ich, weiß ich nicht, ob was kommt. Aber nein, es kommt, glaube ich, nichts. Oder? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Warum kam da nichts? Ich dachte, da kommt dann so ein Zug. Oh, ich muss was trinken. Ja, gute Idee. Ich trinke da mal was. Prost. Da habe ich auch neu gesehen, dass man das ja auch einstellen muss. Irgendwo, das habe ich vorhin gefunden, dass wenn man was macht, dass das dann eingelöst werden muss, dass man das einstellen kann. Habe ich jetzt auch wieder nicht gefunden. Weiß jetzt nicht, wo das ist. Weiß nicht, wie das funktioniert. Oh Mann, ey. Okay. Aber ich werde noch weiter lernen hier und ja. So, also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin jetzt wieder aus dem Spiel raus. Gewürfelt habe ich nicht. Ich muss jetzt neu würfeln, ne? Okay, also, aber dass da kein Zug gekommen ist. Ich habe gedacht, da kommt dann irgend so ein Zug. Ja, Wasser ist wichtig bei der Wärme, ich weiß. Also das ist hier auch mit den Lampen wieder extrem, muss man ja sagen. So, also, dann das nächste Mal. Muss ich doch mal schauen. Und, wo haben wir denn hier? Die 1. Okay. Ja, da kommt jetzt die 1 hin. Ich glaube, ich hätte gerade umdrehen müssen und hab's nicht, oder? Naja, dann ist es so. Okay, dann kommt hier, das kommt einmal dahin. Wobei, das war jetzt mein drittes Mal, ne? Ich muss ja nochmal neu würfeln. Ich muss mich ja für einen entscheiden. Da muss ich ja aufpassen. Also, hier kommt jetzt ein Ausrufezeichen hin. Ich würfel jetzt nochmal neu. Und dann schauen wir doch mal. Und upsala. Ja, ich muss mal irgendwie anders würfeln, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. 5 und 1. So, ja. Ich habe hier natürlich schon mal ein Löchlein gemacht. Deswegen mache ich jetzt natürlich hier die 1. Das ist nämlich die 1 dahin. Und jetzt kann ich hier wieder mein Kreuz machen. Und dann einmal natürlich stechen. Und wieder umdrehen. Und dann trage ich das direkt mal ein. Also, ich habe einmal hier ein Stück Wassermelone. Ja, wir haben Wassermelone, haben wir auch im Kühlschrank. Schon seit, weiß ich nicht, über eine Woche. Ich weiß gar nicht, ob die noch haltbar ist. Aber die ist ja komplett, ich weiß gar nicht, wie lange sowas haltbar ist im Kühlschrank. Sollte man langsam essen. So, dann kommt jetzt hier ein Fragezeichen hin. Genau. Das heißt, gleich muss ich wieder würfeln. Och, ich bin, glaube ich, durcheinander gekommen. Irgendwie bin ich jetzt nicht mehr beisammen hier. Ist egal. Okay, ich würfel einfach weiter. Wie war das jetzt? Würfeln und lächeln, ne? So tun, als ob nichts wäre. So, also. Dann schauen wir doch mal weiter. 1 und 4, 2. Dann muss ich jetzt auch langsam gucken, dass ich Punkte mache. Also dadurch, dass das hier begrenzt ist, ne, muss ich ja schauen, dass ich da was richtig mache. Also, ich nehme jetzt hier meine 2
Also ihr könnt ja waagerecht und senkrecht, egal welche Reihe ihr nehmt, das ist egal. So, und jetzt war eigentlich, ja, jetzt muss ich ja eigentlich wieder Ausrufezeichen ist ich da, ich muss ja nochmal würfeln. Habe ich gerade mich vertan? Das kann sein. So, 5 und 2. Dann nehme ich dann auch wieder die 2 und habe hier eine Zitrone. Ich lasse die ganze Zeit hier überall die Seifenblasen platzen. Das kann ich gar nicht die extra Punkte nehmen hier. Okay, einmal drehen. Und so, dann trage ich dann die auch einmal ein. Die Zitrone einmal eintragen. Nicht vergessen. Habt ihr denn das Spiel schon mal gesehen oder habt ihr das auch zu Hause? Habt ihr das auch schon mal gespielt? Ach so, ich habe gerade gedacht, was ist die noch? Ach so, gibt heute Abend, ja, genau, gibt heute Abend die Wassermelone. So, das habe ich eingetragen. Jetzt kommt ja wieder hier ein Ausrufezeichen hin. Und ich würfel weiter. Die 4, 4 und die 1. Das heißt, 1, 1, ja, bringt mir nicht viel. Ich könnte ja mal auf die 4 und die 4 gehen, dann vielleicht mal das Extrakreuz benutzen. Dann kriege ich vielleicht auch ein paar Punkte. Das mache ich vielleicht sogar. Ich brauche ja jetzt nicht würfeln. Also die 4 und die 4 nehme ich dann. 4 hier und 4 hier. Dann so. Wir haben keine Seifenblasen, also kann ich mir eins der Felder noch nehmen und da auch noch ein Kreuz machen. Werde vielleicht hier ein Kreuz machen, weil wenn ich die Reihe voll kriege, kriege ich noch ein Sternchen. So, okay. Dann als nächstes haben wir wieder ein Fragezeichen. Ups, habe ich aus Versehen reingepikst. Oh, muss ich einen Schluck Wasser trinken? Okay. Ja, das mit dem Schluck. Ich trinke zu wenig Wasser. Gut, dass ich das eingerichtet habe, ne? So kann ich dann immer wieder einen Schluck Wasser trinken. Und ja, und herzlich willkommen, Print, Paint, Play. Prost Wasser. So. Und ich muss irgendwo noch gucken, wo ich das immer abhake, wenn ich was gemacht habe. Das kann man ja. Ich weiß nicht, warum ich das wieder nicht abgehakt habe. Ich muss doch mal hier in den Stream, in diese Anleitung reingucken, beziehungsweise da Zuschauerbelohnungen, Kanalpunkte. Das muss man doch da irgendwo, gibt es doch ein Fenster, das habe ich vorhin gesehen. Ja, aber da Anfrageliste prüfen. Ah, genau. Da, ich weiß gar nicht, ob was passiert, wenn man das einfach abhakt. Oder ist einfach nur, man hat es gemacht. Ne? Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Abschließen. Okay. So, passiert dann auch irgendwas? Nö, dann passiert nichts zusätzlich, ne? Nö. Ja, alles noch neu. Alles noch neu. So, weiter hier eben. So, genau. Und schon wieder bin ich wieder durcheinander. Ich lasse mich doch zu sehr ablenken. Oh, das ist nicht Sinn. Wie? Noch wieder Wasser trinken? Nee. Das habe ich doch gerade gemacht, oder ist das jetzt das neue Wasser trinken? Da muss ich erstmal Wasser nachfüllen. Das habe ich doch schon gemacht, oder? Ist das nochmal? Vielleicht bin ich zu verwirrt, deswegen soll ich Wasser trinken. Oder wie? Prost! So. Ja, das ist neu. Es kommt noch alles, genau. Ich denke auch. Also. Ich meine, ich bin ja schon stolz, ne? Ja, hier, ne? Was ich schon hier gebastelt habe. Hier ist jetzt mein Name. Hier sind die Enten. Also kommt doch alles so ein bisschen. Aber das mit dem Ton, das fuchst mich jetzt. Also derjenige, der mich vielleicht schon ein bisschen kennt, der weiß, wenn ich mir was vorgenommen habe und was daran gebastelt habe und es funktioniert nicht so, dann kriege ich die Krise. Ne? Also wenn das dann nicht klappt. Ja. Aber so ist das nochmal.
Ja, sieht gut, alles gut aus. Ja, aber ich wollte ja, dass der Ton auch da ist. Ich weiß nicht, ob der Ton funktioniert, so wie ich möchte. Ne? Also, ich weiß nicht, also bei den Belohnungen ist auch was mit Ton eingestellt. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich keine Kopfhörer habe und das nicht hören kann. Ich habe Kopfhörer, aber ich habe Angst, wenn ich die reinstecke, dass ich dann wieder nicht mitkriege, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Ich kann es ja, oder ich probiere es einfach mal. Das ist ja hier auch noch ein Übungs- und Lern, ja, Stream, sag ich mal. Jetzt habe ich, oh Gott, was habe ich denn jetzt? Ich habe in der ganzen Aufregung, habe ich jetzt meine Kopfhörer hier durcheinander gebracht. Die Kopfhörer sind übrigens von YouTube. Die habe ich, na, jetzt mache ich mal hier Werbung für YouTube. Die habe ich von YouTube geschenkt gekriegt, beziehungsweise gewonnen, als ich ein Award gewonnen habe, auch mit einem anderen Kanal. Aber das ist ganz lustig. Und jetzt tue ich mit den Kopfhörern von YouTube bei Twitch streamen. Ist doch lustig. So, jetzt muss ich mal gucken. So, ich tue das jetzt mal probehalber erstmal hier reinstecken in das Mikrofon. Da ist ja auch ein Loch. Da kann man das ja auch machen. Also, jetzt gucke ich mal, ob ich mich höre oder ob ich irgendwas höre. Aber ich glaube, das ist tot. Nee, also in dem Mikrofon kann ich schon mal, trotz Loch, kann ich da nichts reinstecken. Das hört sich an. Okay, das geht nicht. War ein Versuch. Ich habe gedacht, ich höre dann irgendwas. Ja, Ton noch läuft noch, aber ich will ja hier auch, ich will ja auch was hören können. Jetzt gucke ich noch mal. Ich muss mich mal eben kurz. Jetzt muss ich das Loch finden von dem PC. So, mal gucken, was da was passiert. Aber das müsste ich ja dann mich auch hören. Aber ich höre mich nicht. Nein, da höre ich auch nichts. Nee. Das ist, weil ich jetzt das ausgemacht habe, was ich eingerichtet habe. Deswegen funktioniert das nicht. Oder ich müsste jetzt noch mal, ich tue noch mal gerade was ausprobieren, weil ich will das ja dass es hier auch endlich dann beim nächsten Mal richtig funktioniert. Jetzt gucken wir noch mal. Audio-Ausgabe Aufnahme? Nee. Audio-Ausgabe. Da gucke ich mal dazu. Mal schauen. Existieren. Ich gucke jetzt mal, ob was passiert, ob ich mich jetzt hören kann. Standard. Ich hoffe, ja, hört ihr mich noch? Also irgendwie. Nee, das geht immer noch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Okay, das war ja wieder ein Versuch. Ja, also irgendwie weiß ich nicht, warum das nicht so funktioniert. Aber wie, dass ihr mich noch hört, ist schon mal gut. Ja, und die Kopfhörer, die funktionieren nicht. Die sind tot. Die gehen nicht. Warum auch immer. Jetzt gucke ich mal. Jetzt habe ich da die Box angemacht. Nee. Das muss ich noch mal irgendwie vielleicht außerhalb. Jetzt bin ich ja hier mit dem Spiel dran. Das werde ich noch mal irgendwie außerhalb noch mal ausprobieren müssen. Keine Ahnung, was das ist, warum das so nicht funktioniert, warum ich das nicht zum Laufen kriege. Ich mache mal hier lieber weiter. Jetzt weiß ich zwar nicht mal, in welche Reihe und welche Reihenfolge ich war. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, kann man nicht mehr nachzählen. Aber ich habe ja hier das Fragezeichen gemacht. Dann war das nächste war, dass ich fürs Fragezeichen würfel. Genau. Also, Fragezeichen heißt, dass ich da dann nochmal würfeln darf, aber nicht muss. Okay, dann mache ich doch hier weiter. Und dann schauen wir doch mal, was ich schaffe an Punkte. Also, die 1, die 4. Ja, das ist so eigentlich nicht schlecht und ich würfel nicht nochmal. Wobei, nee, Quatsch. Die 4 und die 3 bräuchte ich eigentlich. 4. Ja doch, dann nehme ich die Kirschen. Dann gehe ich doch auf Kirschen. Also hier nehme ich dann die 4. Und, ach ne, 2 ist das. Das ist ja nicht 3. Warum komme ich auf. Das ist. Nein, dann nehme ich doch nicht die 4. Dann gehe ich doch auf die 4. Und ich würfel nochmal. Ich versuche es einfach mal. Und hoffe, dass ich jetzt eine 3 würfel. Natürlich nicht. So. Also, okay. 2 und 4. Das heißt, hier kann ich dann als nächstes ein Kreuzchen machen. Dadurch, dass ich aber jetzt. Quatsch, nee. Kann ich ja. Ich nehme ja die 2. Kann ich ja nicht machen. Schade. Krieg keinen extra Würfel. Naja, egal. So.
das war jetzt das. Jetzt kommt als nächstes ein Ausrufezeichen und ich bin jetzt schon bei der Hälfte und habe immer noch keine Punkte groß geschafft. Das ist noch ganz schlecht, das Blatt. Mal schauen wir mal weiter. 3 Vierer. Was soll ich denn damit? 4 Vier. Ausrufezeichen heißt, ich muss ja sowieso neu würfeln. Aber das bringt mir alles nicht viel. Ich nehme die normale 4, nicht die extra 4, weil. Oder ich nehme die extra 4. Fällt ja nur weg, falls es nicht klappt. Okay. Und Fragezeichen. Hey! Also, das ist doch mal ein guter Wurf. Ich kann jetzt das Fragezeichen hier einsetzen und kann hier die Kirschen mit in der Blase zerplatzen lassen. Und ja, das mache ich doch mal. Und reinpieksen. Und einmal das Zettelchen drehen. Und ja, wo war denn das Loch da? Wo habe ich das gemacht? Ich sehe es gar nicht. Ach, da. Brauche wohl eine Brille. Ach, ich habe eine Brille auf. So. Dann, die Kirschen werden natürlich wieder eingekreist. Und ich habe keine Punkte gemacht. Das heißt, die ersten Zahlen fallen jetzt alle quasi weg. Weil ich ja jetzt hier, ne, bis 7, kann ich nochmal 7 mal würfeln, aber es geht nur um die kleinen Punkte. Die großen kann ich nicht mehr erreichen jetzt. Ist halt so. Ist halt nicht das beste Würfelergebnis hier. So, also nochmal würfeln. Ups. Und ja, dann 2 und 3. Und alle mit Plus. Vielleicht kann ich ja da mal ein paar Punkte machen. Aber die 3, das sieht nicht gut aus. Gefällt mir so eigentlich gar nicht. 3 und 3 und 2. Dann nehme ich die, ja. Was nehme ich denn da? Sieht ja alles nicht so berauschend hier aus. Ich nehme jetzt einfach mal die 3. Und dann, ich muss ja jetzt Ausrufezeichen. Ja, Quatsch, jetzt kommt ja das Fragezeichen, genau. Jetzt ist ja Fragezeichen. Das heißt, ich darf, wenn ich möchte, nochmal würfeln und ich möchte auch. So, Fragezeichen. Das ist doch sehr schön. Dann nehme ich das doch gerne und nehme mir hier die Kiwi. So, die Kiwi kann ich jetzt einkreisen. Und ich bekomme jetzt 4 Punkte für die Kiwi. Aber nur 4, weil wir ja in der zweiten Halbzeit sind. Und ja, klar kommt hier auch wieder ein Loch rein. Dann wird das Ganze gedreht wieder und wieder ein Kreuzchen gemacht. Und weiter geht's dann. Wieder umdrehen. Das muss man ja auch immer mit umdrehen, damit man weiß, wo man ist. Ausrufezeichen mache ich dann wieder eins hin. Und ich würfel weiter. So. 1er und 4er habe ich jetzt hier. 4 sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Dann kriege ich vielleicht hier die Reihe mal voll. Aber 1, ich könnte auch auf die Zitrone gehen. Ja, was machen wir denn? Ich versuche mal auf die Zitrone zu gehen. Ausrufezeichen ist, ich muss ja würfeln. Ja, wobei, ach nee, ist ja eine 4 und keine 5. Okay, das muss ich ja in die Reihe nehmen. Nee, dann nehme ich die 1. Dann nehme ich die 1 und hoffe, dass ich eine 5 würfel. Mark. So, einmal bitte eine 5 als Bestellung. Ist ein Fragezeichen bei. Fragezeichen kann ich auch akzeptieren. Das nehme ich doch gerne, weil dann habe ich hier meine Zitrone. Kann wieder ein Loch reinmachen. Und kann hier die Zitrone einkreisen. So. Und ja, jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Man kommt sich also vor wie beim Basteln. Mit dieser Prickelreihe, mit diesen Lochen. Aber ist halt mal was anderes. Ist halt mal eine andere Art von Mechanik. Ne? Also so wir hatten ja schon Knicken und ne, normales Ausfüllen. Aber das mit den... Mit so reinprickeln, reinstechen, das wüsste ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, das ist eine Mechanik, das neu ist, gerade im Brettspielbereich. Also ich kenne das jetzt nicht, dass das schon
irgendeinem Spiel ist. Vielleicht irre ich mich ja auch, vielleicht fällt einem ja von euch irgendwas ein, was auch diese Mechanik hat, dass man reinpiekt und das dreht. Oder ist das jetzt eine ganz neue Mechanik? Ja, es sieht interessant aus. Also das auf jeden Fall, ja. So, jetzt habe ich. Vor allen Dingen ist das ja was, was man so zwischendurch mal spielen kann. Ne? Also, das ist ja so einfach mal so, wenn man auf ein Pizzataxi oder so wartet, nachdem man ein großes Spiel gespielt hat oder so. Oder abends, wenn man schon Feierabend hat. Oder ich kann mir das auch gut vorstellen, mit in Urlaub zu nehmen, weil ist ja nicht viel. Ist ja nur so ein Block, ein paar Würfel und das passt auch noch wieder schön in die Handtasche. Ich habe ja immer so diese Handtaschenspiele, wenn ich immer von Handtaschenspiele erzähle. Und ja. Ja, ich glaube auch, dass es eine neue Methode ist von Roll and Write. Ist einfach mal was anderes, ne? Aber es verwirrt einen. Man muss schon aufpassen, ne? Also jetzt quatsche ich hier, ne? Ich weiß, ich habe umgedreht, aber man muss natürlich immer gucken, welche Seite habe ich jetzt hingedreht? Wo bin ich denn jetzt gerade? Dann ist das schon gut, dass das hier, dass ich nicht bis 14 zählen muss, sondern dass ich es einfach unten eintragen kann. Aber dass ich halt jedes Mal immer überlegen muss, okay, jetzt habe ich umgedreht, jetzt muss ich hier eigentlich, Moment, ja genau, ich habe noch nicht neu hier unten eingetragen. Jetzt nämlich habe ich ein Fragezeichen eingetragen. Das heißt, wenn ich jetzt würfel, der zweite Wurf ist dann quasi, ja, da darf ich mir überlegen, ob ich wieder würfel. Und wie gesagt, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann wird er ja noch mal etwas anders gespielt. Ne? Also bei mehreren Leuten ist es halt so, dass sich jeder einen Würfel ja, wegnimmt und derjenige, der dann gerade dran ist, der entscheidet dann mit den Würfeln, die über sind, ob weitergewürfelt wird oder nicht. Ne? Das heißt, es ist für die Mitspieler ist es dann quasi ein Überraschungspaket, welche Würfel sie bekommen. Und finde ich auch nochmal eine ganz interessante, ja, anderen Kniff, ist immer ganz toll. Und ja, das ist die Änderung. Und man hat natürlich mit mehreren Leuten hier das nicht, sondern wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann ist es so, dass wenn der erste dreimal drei Früchte erreicht hat, egal welche, dann endet das Spiel. Ne? Also da muss man auch aufpassen. Wir hatten schon eine Partie, da hat einer ganz schnell von unseren Freunden hat ganz schnell hier ja quasi die Früchte geerntet und dann war das Spiel vorbei. Und wenn man sich dann zu lange aufhält und trödelt, dann hat man halt dann nicht so viele Punkte. Ne? Ja. Und aber hier mit den 5 Punkten extra kann man eigentlich auch noch gut Punkte machen. Aber ich sehe jetzt nicht viele Punkte da bei mir. Also das Ergebnis wird nicht so zufriedenstellend sein. Das weiß ich jetzt schon. Aber egal, jetzt würfel ich erstmal und dann schaue ich mal weiter. Also, wir haben einmal hier eine 4. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Fragezeichen. Jetzt darf ich mir überlegen, ob ich nochmal würfel. Ich werde nicht nochmal würfeln, weil ich hier einfach nochmal so ein Früchtchen kriege. Und zwar nehme ich mir einmal die Weintrauben. Da kommt ein Loch rein. Hier die Weintrauben. Die Weintrauben, also die Früchte, das habe ich ja vorhin gesagt, bei der Endwertung ist es so, dass man halt da auch nochmal Punkte bekommt. Ne? Also hier für das, wo ich halt das nicht abgeschlossen bekomme, bekomme ich halt quasi Gummipunkte hier unten. So, das habe ich gepikst. Jetzt drehe ich das Ganze um. Wo haben wir das Löchlein? Ja, Moment, wo habe ich jetzt gerade gepikst? Ach ja, da war das. Ach, da hatte ich schon. Da hatte ich schon Kreuz gemacht, deswegen habe ich es nicht gefunden. Okay, aber hier werde ich jetzt nochmal ein Ausrufezeichen machen. Das heißt, das nächste Mal darf ich mir wieder ja nicht überlegen, ob ich möchte, sondern ich muss neu würfeln. Mit dem, was jetzt übrig bleibt. So, ich möchte eigentlich, das ist kein guter Wurf. Ja, ich und Würfel. Ne? Der eine oder andere weiß ja, dass ich gerade nicht so der Würfel. Fan bin. Ich nehme jetzt einfach mal die 2. Falls ich eine 5 würfel, hätte ich. Ah, nee, doch nicht. Ja, gut, da habe ich fast fertig die Reihe. Kriege ich vielleicht hier mein Sternchen. Sternchen sind immerhin 5 Punkte. Ne? Haben oder nicht haben. So, einmal wieder würfeln. Und dann, ja, gibt es dann 3. Ja, werde ich 3 nehmen. Dann darf ich zwar keine. Die Kreuze darf ich ja leider nicht benutzen. Aber ich kriege hier meine Weintraube. Das ist gut.
Dann kann ich da wieder pieksen. Hier die Weintraube natürlich eintragen. Und dann drehe ich das Ganze wieder um. Gepiekst habe ich da. Dann wird da das Kreuzchen gemacht. Und weiter geht's. So, hier bin ja schon bald am Ende. Ne? Also Punktezahl sprechen wir wieder nicht drüber. So, das sind 5er und 4er. Dann nehme ich doch einmal gerne die 5 und die 4. Ah nee, ich habe Fragezeichen. Ich muss nicht unbedingt würfeln, aber ich glaube, ich werde würfeln in der Hoffnung, dass ich eine 3 bekomme, damit ich da meine Trauben voll kriege. Und ich habe eine 3. Sogar mit Plus, aber das Plus bringt mir ja leider nichts. Also, aber ich nehme die 3 trotzdem, weil ich kann da reinpiksen und habe hier zumindest schon mal 4 Punkte erreicht. Aber das ist nicht viel. 4 Punkte ist gar nicht. Also, die auf Kreuze gehen, auf Sternchen, bringt viel mehr Punkte. So, okay, drehe ich nochmal um. Und dann bin ich ja schon gleich am Ende, ne? Vorletzter Zug quasi. Jetzt mache ich hier wieder ein Ausrufezeichen hin. Und jetzt wird gewürfelt. Mal gucken, wo ich denn noch ein paar Punkte kriege. Ob ich die 5er-Reihe voll kriege, dann könnte ich die 2... Ich gehe jetzt mal auf die 2. In der Hoffnung, dass ich jetzt eine 5 würfel. Habe ich natürlich keine 5. Dann nehme ich die 2 und die 4 ist ja schon. Ne, dann nehme ich die 2 und die 2. Dann kommt hier ein Kreuz hin und ich darf mir jetzt hier nochmal ein Kreuz aussuchen, aber nicht in die Blase natürlich. Und ich werde das Kreuz dann einfach mal dahin machen. In der Hoffnung, dass ich dann gleich beim nächsten Wurf hier vielleicht die Reihe voll kriege und noch ein paar Punkte mache. Weil einmal darf ich noch. Jetzt kommt das Fragezeichen. Und dann haben wir diesen Bogen gespielt. So, dann, ja, was mache ich denn damit? Die 4er-Reihe ist ja nicht schlecht. 4 und 1 könnte ich behalten. Bekomme ich meine Früchte zwar nicht voll, aber ich bekomme 5 Punkte für die Reihe. Dann mache ich das wohl auch. Und für 2 Reihen. Hier, die Reihe wird ja auch voll. Ich habe ja 2 Reihen voll. Also, ich werde dann die 4 und das Fragezeichen, ich werde beiden nehmen, ich werde nicht nochmal würfeln und werde hier mein Kreuz hinsetzen. Dadurch, dass ich jetzt hier die Reihe voll habe, bekomme ich hier einen Stern und ich bekomme hier einen Stern. Und jetzt muss ich quasi schon mal durchgucken, wo überall die Reihen voll sind. Bei Level 1 werden beide Seiten gerechnet. Das heißt, ich gucke hier auch nochmal. Also hier habe ich keinen Stern. Ganz schlecht. Okay, also Sterne habe ich dann nur 2. Das sind dann 10 Punkte. Jetzt zähle ich hier die Früchte, die ich bekommen habe, ohne dass ich die Punkte habe. Das heißt 1, 2, 3 und hier oben, das sind dann 4. Das heißt, da habe ich 4 Punkte und hier bekomme ich nochmal 8 Punkte. Das sind 12, 22 Punkte. Wenn ich mich nicht verirre, ja, 22 Punkte. Das ist nicht viel. Also, 22 Punkte habe ich gemacht. Das war, glaube ich, schon mal besser. Ich glaube, gestern habe ich ein paar mehr Punkte gemacht. Aber, ja, das ist quasi Level 1. Da gibt es ja noch ein Level 2 und Level 3. Kann ich jetzt euch nochmal so zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch würfeln soll. Ich kann es aber euch aber so zeigen. Interessant ist das halt, wenn man halt mit mehreren spielt, dann gibt es hier nämlich hier so einen Bienenschwarm und den kann man, wenn man den hat, dann kann man den den Mitspielern auf den Hals jagen quasi. Ist halt so ein bisschen so ein kleiner, sehr, ja, so ein kleiner Ärgerfaktor. Ach, hallo Gerd, schön, dass du auch da bist. Ist halt ein kleiner Ärgerfaktor mit diesen Bienchen. Und das ist halt, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Ansonsten haben wir hier natürlich die ähnlichen Regeln. Und ja, hier sammeln wir halt Blümchen.
Und bei der Solo-Variante ist es aber hier anders. Und zwar, wenn man hier bei der Blumen- und Bienen-Variante spielt, man hat ja dann quasi keinen Gegner, wo man halt die Bienen aufs, ja, hinjagen kann. Deswegen bekommt man halt ja, selber dann den Schwarm. Das heißt, man muss, wenn man den Schwarm bekommt, also wenn man den vom Gegner bekommt, muss man sich das Feld ausschwärzen. Und wenn ich das jetzt alleine spiele, dann muss ich ja, quasi das Feld selber für mich ausschwärzen. Ja. So, da haben wir jetzt ja bei Level 2 quasi das. Dann haben wir noch Level 3. Da haben wir noch dieses hier. Da haben wir dann quasi Level 2 spielen. Ja, willst du sehen, wie ich versage beim Würfel und die Bienchen selber bekomme, quasi. Ja, aber ich jetzt erkläre ich erstmal Level 3 noch. Bei Level 3 ist es halt so, bei Level 3 haben wir, das ist ein bisschen schwerer. Hier haben wir halt quasi, ja, ich sag mal so Tetris-Figuren, die wir erreichen müssen. Und hier ist es so, dass wir nur eine Seite werten. Bei den anderen Blättern werten wir ja auch die anderen Seiten. Und quasi hier ist es halt so, dass wir da nicht die andere Seite werten. Ja, also hier bei denen haben wir auch beide Seiten mit Sternchen bei Level 2. Und bei Level 3 haben wir halt nicht so, dass wir da halt beide Seiten gewertet bekommen, sondern halt nur eine. Jo. Ja, wenn ihr wollt, kann ich gerne euch nochmal Level 2 zeigen. Dann machen wir das nochmal. Dann kriegen wir das dann auch noch hin. Also wie gesagt, wenn man das alleine spielt, dann ist es so, dass man halt selber sich die Felder wegschwärzen muss. Und wenn man die Bienchen hat, man hat hier insgesamt 10 Bienchen, also 10 Bienenfelder, quasi hier, Vorder- und Rückseite, 10 Stück. Und die trägt man dann hier ein, quasi. Das schwärzt man sich dann weg. Und ja, ist natürlich ärgerlich, wenn man da ein schwarzes Feld hat, weil für viel Wertung ist es natürlich nicht so schön. So. Jo. Also, ich denke mal, ich werde einfach die Seite mal spielen und gucken, was daraus wird. Mal gucken, ob wir es hinbekommen und wie ich würfel. Und ja. Dann würfel ich das doch einfach mal. Also, da zählt ja auch wieder. Ja, hier, ich bin ja am Solospiel. Ah, hier kann man es ein bisschen besser sehen, seht ihr? Hier, da kann man es besser sehen, diese zwei verschiedenen Felder. Also, ich werde jetzt, weil es ja das Solospiel ist, Gerd, du hast es ja noch nicht mitgekriegt. Ach, ich sehe gerade. Thorsten hat gerade das Quaken ausprobiert. Hat es funktioniert? Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Leider nicht. Hat nichts gemacht? Okay, dann hat das nicht funktioniert. Ja, das sind die Einstellungen, die leider, dann hat das mit diesem Sound nicht funktioniert. Warum auch immer. Kann man das, ich glaube, das kann ich dann hinterher einstellen, dass ich das wieder zurückgebe, oder? Ich weiß es gar nicht, oder muss ich da was aktivieren? Jetzt muss ich hier mal eben gucken. Anfrageliste gucken. Das habe ich ja gemacht vorhin. Nee, ich hab das auch nicht hier draufstehen in der Anfrageliste. Nee, da muss ich noch mal gucken, warum das mit dem Sound nicht geklappt hat, mit diesem Quaken. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber, ja, das werde ich irgendwann auch noch eingerichtet haben, dann funktioniert es auch mit den Tönen hier. ja, also, jetzt geht's weiter. Hier, genau, ich wollte ja gerade sagen, für die, die jetzt neu dabei sind, wir haben 14 mal 14 Runden haben wir quasi. Hier werde ich jetzt einmal einen Strich hin machen und hier auch. Das ist quasi mein, ja, Rundenzähler. Wenn ich hier vorbeikomme,
dann ist es so, dass man die zweite Zahl nur als Punkte bekommt. In der ersten Halbzeit kann man die ersten Punkte machen. Wenn man beim Solospiel, ne? Also es ist immer ein bisschen anders beim Solospiel, als wenn man mit mehreren Leuten spielt. Ja, so, und das Erste, was ich mache, man fängt mit einem Ausrufezeichen an. Das heißt, in meiner ersten Runde mache ich jetzt ein Ausrufezeichen. Jetzt darf ich gleich beim zweiten Wurf nicht entscheiden, ob ich würfel oder nicht. Ich muss neu würfeln. Das heißt, ich darf mir nur einen Würfel von den Würfeln nehmen. Und ja. Und wenn ich jetzt zu Beginn des Spielzugs zwei gleiche Würfel würfel, dann ist es halt so, ne, zwei gleiche Würfel bedeutet quasi, sind die Bienen los, ne? Dann muss ich mein Bienenfeld schwärzen, leider. So. Gilt übrigens nicht beim Neuwürfeln. Ich habe es Glück gehabt. So, also, jetzt überlege ich natürlich, welche Reihe ich anfange. Ich fange vielleicht mit der 2 an. Ja, ich fange mit der 2 an. Und jetzt Ausrufezeichen bedeutet ja, ich muss nochmal würfeln. Also werde ich nochmal würfeln. So, dann die 3. Ja, dann nehme ich die 3 mit dem Kreuz. Das heißt, ich kann hier ein Kreuz machen und kann mir jetzt noch ein Kreuz überlegen, wo ich auch noch hin möchte, durch diesen Extra-Kreuz. Aber nicht da, wo irgendwelche anderen Motive sind, sondern ich muss es dann hierhin machen. Zum Beispiel. Oder da hätte ich es auch machen können. Aber nicht bei einer Blase. So, weiter geht's. Ach so, ich hätte ja erst noch hier das Fragezeichen eintragen müssen, ne? Ist ja das zweite Wurf, damit ich immer weiß, wo ich gerade bin. Und dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. 1, 2 und 5. Das heißt, ich nehme jetzt die 1. Dann schauen wir mal, was ich jetzt würfel. Ich durfte ja noch mal würfeln bei Fragezeichen. Also das, ne, ist ja gerade ungerade. Gerade meine ich. Deswegen darf ich mir jetzt überlegen, ob ich noch mal würfel. Und ich würfel halt noch mal. Und das ist halt eine 4. Ich werde dann die 4 mit dem Extrawurf nehmen, also mit dem Extrakreuz meine ich. Das heißt, ich werde hier mein Kreuz hinsetzen und ich werde hier ein Kreuz hinsetzen. Ich hoffe, dass ich mal ein paar mehr Kreuze mache und dass ich halt mehr Punkte hier mit den Sternchen mache. So, dann kommt jetzt mein dritter Wurf. Ausrufezeichen, das heißt, der zweite Wurf wird kommen. Ja, jetzt entscheide ich mich. Ja, man muss ja gucken, dass man die Bienchen nicht trifft, ne? Schade, dass ich würfeln muss und dass ich meine Würfel jetzt platzieren muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und hoffe, dass es ein guter Wurf wird. Eins oder ein Fragezeichen. Ich werde natürlich die 1 nehmen. Und habe dann hier endlich mal eine Seifenblase oder eine Blase, die ich drücken kann. Also einmal ein Kreuz. Das heißt hier, ich habe meine erste, was ist das, eine Tulpe oder was das ist, habe ich gekriegt. Ich drehe das Blatt um. Und da, wo ich reingepikst habe, da wird dann jetzt nochmal, ach, habe ich noch gar nicht gefaltet. Man faltet das ja am Anfang. So. Das kann man ja noch nachträglich machen. Das ist ja kein Problem. So, ja. Das heißt, der nächste Wurf, da darf ich gleich wieder überlegen. Würfeln. Schluck Wasser trinken. Bei dem Wetter trinke ich ja viel zu wenig. Und bevor die Stimme weggeht. So. Ja, jetzt kommt auch noch mal Wassermarsch von Thorsten, okay. Aber Natürlich. dann trinke ich noch einen Schluck, kein Problem. So, die 5 und die 3 war mein erster Wurf. Wir sind bei Fragezeichen. Ich werde die 3 nehmen. Ah, das war mein erster Wurf, ne? Oh.
Da kann ich mir überhaupt nicht aussuchen. Erster Wurf und zwei Dreien habe ich ja gewürfelt. Das bedeutet, ich bekomme hier den ersten Bienenschwarm, der böse ist. Da muss ich also schwarz machen. So ist das. So schnell passiert es. Okay, dann nochmal. Neuer Wurf. Achso, hier kommt auch ein Ausrufezeichen. Das ist ja auch eine Runde, die ich da nicht geschafft habe. Und ich muss jetzt mal gucken, was ich jetzt nehme. Die 4 nehme ich wohl. Und nochmal würfeln. Und die 3. Sieht doch gut aus. Da habe ich hier dieses, was ist das? Mohn ist das oder was, ne? 4 und die 3. Und ich bekomme hier meinen Mohn. Den Mohn kann ich einmal einkreisen. Und wieder pieksen. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was man auch gut mit Kindern machen kann. Ich weiß gar nicht, ab wie viel war das nochmal? Ab 8. Gerade mit der Reihenpiekserei. Das ist bestimmt ganz witzig. So, da habe ich jetzt den Mohn. Habe ich den? Ja, den habe ich schon eingekreist. Gut. Das muss ich ja wieder umdrehen. Und dann geht's weiter. Hier kommt wieder ein Fragezeichen hin. So. Dann, ja, Fragezeichen 4 oder 1. Ich glaube, ich nehme das Fragezeichen und hoffe. Ach, ich bin ja auf Fragezeichen. Ich darf ja. Nee, dann will ich doch nicht. Doch, ich nehme die 4. Nehme ich die 4. Dann nehme ich die 4. Die 4 und hoffe, dass ich jetzt eine 3 würfel. Das wäre nicht schlecht. Aber natürlich kriege ich keine 3. War ja klar. Ja, also werde ich die 4 nicht. Den Bienenschwarm werde ich jetzt nicht nehmen. Ich werde jetzt hier bei der 1 nochmal ein Kreuz machen, quasi. Und dadurch, dass ich hier bei der 1 mache, dürfte ich eigentlich nebenan Kreuze machen. Aber das bringt nichts. Also ist das eigentlich ein vertaner Wurf. Aber ist egal. Das mache ich einfach jetzt mal so. Und jetzt gehe ich auf den nächsten Wurf. 2, 3, 5. 5 und die 3. Jetzt habe ich Ausrufezeichen, ich muss neu würfeln. Dann nehme ich die 5 und hoffe, dass ich nochmal eine 3 würfel. Ja, wäre nicht schlecht. Und ist ein Fragezeichen. Das werde ich auch nehmen. Dann habe ich hier das Blümchen. Das ist eine Seerose, glaube ich. Bin jetzt nicht so Blumen. Ja, Blumen-Fan, wie auch immer, aber es ist bestimmt eine Seerose, ja. Dann wird das wieder umgedreht. Das hier auch. Und fertig. Jetzt haben wir die zweite Reihe. Es das heißt, die ersten, ich habe jetzt die ersten Belohnungen, kriege ich jetzt hier nicht. Die ersten Belohnungen sind weg. Ach, ich habe übrigens hier mein Dings nicht eingezeichnet, mein Bienenschwarm. Einen hatte ich bis jetzt, ne? Ja. So, da habe ich die Belohnungen nicht bekommen. Das heißt, jetzt gehe ich, weil es die zweite Hälfte ist, jetzt gehe ich auf die zweite Belohnung. Aber ist wie gesagt nur halt im Solospiel, ne? Dann gehen wir jetzt mal, jetzt darf ich mir wieder aussuchen, ob ich nochmal weiter würfel. Der erste Wurf, Einser und Dreier. Tja, wieder zwei Einser. Das heißt, ich kann es mir nicht aussuchen. Das heißt, ich muss hier den Bienenschwarm nehmen. Hab den jetzt nochmal einen weggekringelt. Okay. Und ja, dann habe ich den Wurf auch gemacht. Dann geht es wieder weiter. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Oh, da hinten ist eine 4. Okay. Dann 3, 4 Fragezeichen. Ja, so ein paar Punkte würde ich ja gerne noch schaffen, ne? Das sieht jetzt nicht gerade gut aus bis jetzt. Ich glaube ja, die 3 in der Hoffnung, dass ich noch eine 2 würfel, wobei ich habe Ausrufezeichen. Ja, ich muss würfeln. Ich muss jetzt ein Ausrufezeichen oder eine 2 würfeln. Eine 2. Da haben wir sie doch. Gut. Das heißt, die 2 kommt hier hin. Klar. Das heißt, hier habe ich dann nochmal so eine Tulpe. Seifenblase zerplatzen und drehen.
Und ach, da habe ich schon ein Kreuz gehabt, sogar, sehe ich gerade. Aber ist egal. Gut, hier geht's weiter. Das muss ich auch noch mal drehen. Und hier kommt jetzt ein Fragezeichen hin. Und Dreier und Zweier. Ups, das waren zwei Dreier. Ach, zwei Dreier heißen ja. Das war der erste Wurf. Das ist wieder Bienenschwarm. Okay, Bienenschwarm. Das ist mein dritter, ne? Ja, mein dritter. Okay. Ja, das ist dann auch wieder kein Wurf, der gewertet wird. Also, weiter geht's. Zwei Fünfer. Ja, jetzt reicht es aber. Das ist ja. Ich glaube, das sind jetzt. Das sind ja auch alles Minuspunkte, oder? Jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken. Was heißen nochmal die ganzen Bienen? Das sind doch Minuspunkte, ne? Habe ich jetzt gar nicht hier gefunden. Bienennestfelder. Ausgeschwärzt kann nicht mehr angekreuzt werden. Jo. Genau. Genau, so war das. Also den Siegpunkt kriege ich dann auch. Ich kriege also einen Siegpunkt pro Bienennest. Das sind 1, 2, 3, 5, 4, 4 Stück habe ich bis jetzt. Aber ich kann die Reihe nicht mehr werten. Ne? Also das ist sehr böse, ist das, wenn man jetzt auf Reihe geht. Ups. Was hab ich denn hier gehabt? Ich bin gerade gegen den Würfel gekommen. Ja, Würfel nochmal. Ich weiß nicht mehr, was das war. Dann habe ich eine 3 und eine 5. Dann mache ich doch die 5 dahin. Ne, hierhin. Und ich habe ja hier noch ein Fragezeichen, ne? Ich darf jetzt mir das ja aussuchen. Ja, dann nehme ich das als 2 und mache hier mein Kreuz. Dann habe ich hier wieder einen Punkt. Wieder drehen. Und habe ein Blümchen geschafft. Und dann kommt wieder ein Ausrufezeichen. Aber mit den Bienen muss ich gleich nochmal gucken, ob ich mich da bin. Bei der Wertung habe ich bestimmt irgendwo einen Denkfehler drin. 3, 4, 5. Wir haben die Bienen hier nämlich noch nicht gespielt gehabt, muss ich mal sagen. Ist das erste Mal. 3, 4, 5. Ich habe jetzt ein Ausrufezeichen. Das heißt, das war eine 5, ihr habt es gesehen. Und ich nehme die 3. Dann nehme ich hier doch das Blumenfeld mit. Gut. Ja, dann ist das die vorletzte Reihe. Das war jetzt noch einmal, da habe ich jetzt noch quasi. So. Und einmal darf ich noch, ja. Jetzt kommt wieder ein Fragezeichen. Dann darf ich mir da gleich aussuchen, wo ich hingehe quasi. Oder auch nicht. 2, 2. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich nämlich jetzt hier wieder Bienen habe. Ja, das war's. Jetzt muss ich die Punkte zusammenrechnen. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo eine Reihe überhaupt geschafft habe. Aber ich glaube, ich habe keine Reihe. Nur nirgendwo eine Reihe. Keine einzige. Keine einzige Reihe. Hier habe ich 4 Punkte. So, hier habe ich. Die habe ich auch alle nicht geschafft. Oh Gott. Dann kriege ich nur die Gummipunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bei den Bienen muss ich jetzt nochmal nachgucken, wie das jetzt nochmal mit der Zählung war. Kreuzt du ein Bienennest an, so markierst du ebenfalls eine Wabe. Das habe ich gemacht. Wertungsübersicht, jede markierte Wabe bringt einen Siegpunkt. Habe ich gemacht. Genau, rein Wertung, genau, ausgeschwärzt bedeutet, kann man nicht mehr machen. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, weil dann kannst du dein eigenen Kreuz setzen. Das ist ein bisschen das Verwirren an der Stelle. Wenn du mit anderen Leuten spielst, dann kannst du da dein Kreuz setzen
Und die anderen bekommen ja das Geschwärzte. Ne? Die anderen kriegen das Geschwärzte. Und bei der Solo-Regel steht jetzt nur, dass das Feld sofort auszuschwärzen ist. Aber das steht jetzt nicht. Nee, dann kriege ich da keine Punkte. Also ich habe ja sowieso keine Reihe fertig, weil es ausgeschwärzt ist. Ja, aber 10 Punkte habe ich gemacht. Oh Gott. 10 Punkte. Also 10 Punkte sind das Ganze. Ist also nicht vorzeigbar. Da kann man sich, sie bemühte sich recht redlich, ne? Wie war das jetzt, würde man dazu sagen? Bei einer Zeugnisnote, also sehr schlecht gewürfelt. Da war der erste Bogen besser. Das ist ja sehr verwirrend. Also, aber es liegt vielleicht auch an dem Wasser. Genau, ich habe zu wenig Wasser getrunken. Deswegen habe ich auch so, ach so, Wassermarsch erhalten. Ja, ich muss wieder einen Schluck Wasser trinken. Das ist doch gut. Und dann trinke ich den doch mal. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe nämlich Würfel gekriegt, Würfelgeschenk gekriegt. Genau, ich hatte ja am Montag Geburtstag und da habe ich von einem Freund Würfel gekriegt. Ich habe ja noch keine gehabt für PNP und ja, ich glaube, jetzt will man mich da auch noch hinlocken, wa? Vom Brettspielen auch noch in die Richtung. Ja, wir schauen wir mal. Ich habe ja schon mal irgendwie sowas gespielt. Und derjenige, der jetzt richtig gute Augen hat oder wenn die Kamera das gut zeigt, das sind in dem Würfel sind kleine Quietscheentchen drin. Ja, das sind Quietscheentchen. Moment, wo haben wir sie denn? Hier, guckt mal. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe das auch noch nie gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das scharf stellen kann. Gucken wir mal. Ja, da. So, jetzt könnt ihr es sehen. Kleine Quietscheentchen. Ganz süß. So kleine. Ich wusste gar nicht, so kleine Quietscheentchen, dass das geht. Jetzt guck mal hier, geht's weiter. Da sind auch kleine Entchen drin. Da. Man erkennt es, oder? Man erkennt doch, dass da kleine Quietschchen. Doch da. Jetzt seht ihr das in der Kamera. Ja, es sind sehr schön, die Würfel. Und solche Würfel habe ich ja noch gar nicht. Deswegen ist ganz witzig. Da. Und wieder ein Quietschentchen. Ja, danke, Gerd. Ja. Moment. Da haben wir es. Auch da sieht man das Quietscheentchen. Jetzt habe ich gleich alle Würfel durch, einmal alle gezeigt. Dann haben wir noch hier so einen Würfel. Keine Ahnung, ich habe die ganzen Bezeichnungen der Würfel, kann ich euch nicht sagen. Ich bin halt nicht aus dem Bereich normalerweise. Da so draußen ist der Tüdata. Ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht. Dann habe ich noch den. Dann hier so einen dreieckigen Würfel. Auch mit Quietscheentchen drin. Moment, da ist es. Seht ihr? Also es mangelt hier nicht an Quietscheentchen bei uns mittlerweile. Und da ist auch noch ein Quietscheentchen drin. Also in allen Würfeln sind Quietscheentchen drin. Ja, also noch mehr Nerd-Stuff hier. Ja, und den Drachen habe ich ja schon gezeigt. Ne? Hier ist er nochmal in klein. Also wir haben jetzt auch einen Drachen dazu. Bei den Quietschis sind auch noch ist ein Drache. Aber der hat halt, wie ich gerade vorhin gesagt habe, der hat kein Loch. Der quietscht nicht. Der kann nicht quietschen. Der ist stumm. Aber ist ja ganz witzig. Der passt ja hier zu den beiden, ne? Ja, ganz witzig. Ja. Ja, und dann habe ich noch. Ah, ich habe ja noch ein bisschen Nerd-Kram gekriegt. Wartet mal. Was habe ich denn hingetan? Habe ich doch gerade zur Seite gehabt. Wo sind die hin? So, da bin ich ja. Und dann habe ich noch die gekriegt. Noch so aus dem 3D-Drucker, ne? Die habe ich dann auch noch geschenkt gekriegt. Ja, so ein kleines bisschen halt, ne? So. Aber ich habe ja auch nicht gefeiert. Ich feiere meinen Geburtstag ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber der ein oder andere denkt ja dann doch an mich. So. Das ist so, by the way, nochmal so ein bisschen dazu gesagt.
So, jetzt kommen die Würfel wieder weg. Und ja, jetzt haben wir schon wieder 6:30. Eigentlich wollte ich schon lange, ja, dadurch, dass der Ton natürlich nicht mitgespielt hat, war das Ganze natürlich jetzt ein kleines bisschen anders als geplant. Aber ich glaube, hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick hier bekommen in dem, ups, so rum, in diesen kleinen, schönen neuen, ja, Roll&Ride. Ist ja jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Markt, ne, von Schmidt Spiele. Jetzt kommen ja schon bald wieder die Neuheiten im Herbst in der Spielmesse. Da freuen wir uns auch schon tierisch drauf. Und der eine oder andere, ja, die jetzt hier im Chat drin sind, da kann ich ja so ein bisschen spoilern. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Nächste Woche, wir haben was Neues geplant. Und zwar haben wir jetzt immer bei YouTube. Einmal im Monat haben wir jetzt, ja, wollen wir einfach mal gucken, ob ihr da Interesse habt, weil ihr hattet ja, als wir diesen Verlosungsstream gemacht haben, hattet ihr ja gesagt, ihr würdet gerne öfters mal mit uns streamen oder ihr findet das ganz lustig. Deswegen haben wir halt uns überlegt, dass wir halt einmal im Monat jetzt einen, ja, so, weiß nicht, wir haben es einfach mal Brettspiel-Stammtisch genannt, dass wir einmal im Monat jetzt dienstags zusammen streamen, Thorsten und ich. Das heißt, einmal im Monat, aber auf YouTube dann, ne, wird dann ja, abends ein Stream sein um ja, 7:30 habe ich, glaube ich, eingerichtet. Hab das schon bei YouTube eingerichtet. Für nächste Woche Dienstag fangen wir damit an. Und dann soll es halt einmal im Monat an einem Dienstag sein. Erstmal 19:30 Uhr. Und ich bleibe natürlich weiter hier auch und stream natürlich auch weiter mittwochs. Und ich hätte jetzt hier heute eigentlich theoretisch um 16:30 Uhr anfangen wollen. Das hat der eine oder andere ja mitgekriegt. Ich hatte ja technische Probleme. Und ich hoffe, dass ich die aber demnächst bereinigt bekomme, dass das hier ein bisschen mehr klappt mit dem Ganzen. Und aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich denke mal, das kriege ich auch noch eingestellt, dass das auch noch demnächst klappt. Wäre ja schön. Und ja, deswegen muss ich da einfach mal gucken, wie das da in dem Bereich so weitergeht. Ne? Vielleicht mache ich auch noch einen zweiten Tag, wo ich vielleicht spontan streame. Das überlege ich mir noch. Und hier und da habe ich natürlich auch noch ein paar Überlegungen, wie ich schon mal gesagt habe, was ich machen könnte. Aber die Technik muss erstmal soweit auch klappen, dass ich zufrieden bin. Und habe aber auch schon hier und da schon ein paar Spiele jetzt auch schon mir rausgesucht. Kleinere Spiele, die ich dann euch auch zeigen kann. Dass ich auf jeden Fall weiterhin dann kleine Spiele einfach mal vorstelle. Vielleicht hier ein bisschen anspiele mit euch und dass ihr die einfach mal kennenlernt, falls ihr die woanders noch nicht gesehen habt. Und ja, und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dann mal hier und da ein Spiel dann auch mal solo zu spielen und da auch meine Erfahrungswerte zu sammeln. Um auch, ja, für Rezensionen und also für Reviews ist es einfach auch besser, wenn man einfach mal dann auch die Spielerzahl 1 geprobt hat und gespielt hat und einfach auch dazu mal was sagen kann. Gerade weil man halt, ja, auch mittlerweile viele Spiele hat, die halt den Solo-Modus haben. Und der Trend ja immer irgendwie immer noch sehr dahin ist, dass es halt mittlerweile einige Spiele gibt, die halt extra einen Solo-Modus haben oder einen Solo-Modus bekommen im Nachhinein. Also da gibt es ja auch einige Spiele, die erst in der Erweiterung zum Beispiel einen Solo-Modus bekommen haben. Finde ich auch immer sehr interessant da, die Entwicklung. Und da werde ich auf jeden Fall dann demnächst dann auch hier und da euch nochmal was zeigen. Das ein oder andere Spiel haben wir ja auch. Und kann ja auch mal ein bisschen spoilern. Wir haben ja noch, ich mache auch keine Rezension oder so, aber ich kann mal ein bisschen spoilern. Wir haben endlich, am Wochenende haben wir. Wir haben von Freitag auf, ja eigentlich auf Montagmorgen in meinen Geburtstag rein, haben wir die ganzen Tage gezockt und haben viele Spiele auf dem Tisch gehabt. Und eins meiner Highlights war, wo ich mich ja gefreut habe, was ich auch endlich, ja, weil es endlich auf den Tisch gekommen war, das war ja Blood Rage. Wir haben endlich Blood Rage gespielt und ja, ich bin total begeistert. Also muss ich sagen, ist auf jeden Fall bei mir schon direkt nach dieser ersten Partie schon direkt sehr hoch in meine Favorite-Liste gerutscht. Und wenn ich mal irgendwann so eine Lieblingsliste mache, haben wir ja auch noch vor, irgendwann mal so eine Top 100 zu machen, dann werde ich dann auf jeden Fall dieses Spiel mit in diese Liste packen. Das weiß ich jetzt schon von einer Partie.
Also hat sich alles sehr rund und gut angefühlt, das Spiel. Also muss man sagen, hat Spaß gemacht. Und in meiner Überlegung ist das sogar jetzt, mache ich es lieber als Ankh? Das ist die große Frage, die sich dann auch demnächst stellen wird, wenn ich es doch ein paar Mal gespielt habe. Und vor allem, wenn man es mal zu zweit gespielt hat. Also auch zu zweit kann man es auch spielen. Und dann kann ich ja mal gucken, was mir zu zweit besser gefällt. Ob mir dann Blood Rage oder Ankh besser gefällt. Also auf jeden Fall gefällt mir beides sehr gut. Und ja, ist ja das gleiche Autorenteam und Designteam. Und man sie merkt es auch beim Spielen. Und ja, auf jeden Fall ist das dritte Spiel, was ja auch noch in der Reihe ist, das ist dann auch schon auf meiner Wunschliste, dass ich das gerne mal irgendwann anspielen möchte und mal gucken möchte, wie mir das gefällt. Da fehlt uns ja noch das dritte in dieser Trilogie. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Jo, wie sieht's aus? Also, ich denke mal, wir haben ja jetzt heute, wir haben zusammen gespielt und habt ihr noch eine Frage oder wollt ihr noch irgendwas wissen? Oder habt ihr ja noch irgendwelche Fragen? Dann jetzt kann ich sie noch beantworten. Ja, genau, Spieltreffenverteiler. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich werde gleich mit euch irgendwo hinraiden. Ich habe eigentlich auch in meiner Liste hier mir schon aufgeführt, wo ich denn hin wollte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mal hier F5 drücken. Da, wo ich mit euch hin wollte heute mal. Ob der überhaupt streamt. Bis jetzt sieht es nicht so danach aus. Ich sehe, oder? Habe ich das hier nicht drauf? Da muss ich gleich mal gucken. Ich hatte ja mich vorher diesmal geguckt, wer denn heute streamt. Und habe dann gesehen, dass jemand streamt, wo man hin könnte zusammen. Da gucke ich jetzt gleich nochmal in meiner Liste. Und ja, aber wie gesagt, ich habt noch so einiges vor und es wird noch so einiges kommen und es wird bestimmt noch sehr lustig werden. Ich habe auch, ja, ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, aber ich hab noch so ein bisschen was mir überlegt. Nur die Technik muss endlich mitspielen. Solange die Technik nicht mitspielt, ist das, geht das leider nicht, ne? Also das ist leider nicht sonst machbar. Ja, und der Ton, der hat heute nicht so funktioniert, wie ich wollte am Anfang, aber es wird auch langsam. Ja, also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Und jetzt merke ich gerade, dass irgendwie der Rechner jetzt gerade auch irgendwie spinnt. Warum auch immer. Okay, da ist kein Stream. Ja, dann sage ich einfach so Tschüss und werde einfach so sagen, danke, dass ihr da wart, dass ihr dabei seid. Und ja, freut euch schon auf das nächste, was kommen wird. Und schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Und ich muss jetzt natürlich Tschüss sagen. Ganz traditionell natürlich mit Familie Enterich. Und ich sage Tschüss, danke fürs Dasein und vergesst nicht zu trinken. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Tschüss.